Achtung Spinnenalarm! Haarige Achtbeiner lauern in jedem Winkel nur darauf wartend, ihre giftigen Zähne in ahnungslose Opfer zu bohren. Panikmache oder bittere Realität? Bilder und Erzählungen, die Krone TV zugespielt wurden, sorgen jedenfalls für ein ungutes Gefühl. Ein junger Mann aus Niederösterreich wurde scheinbar von einer Spinne gebissen. Sein gesamtes Bein schwillt daraufhin an und schmerzt. Die Diagnose vom Arzt? Der Biss einer Dornfingerspinne soll schuld an der Misere sein. Nachdem der Mann mehrere Tage Antibiotika schluckte, ging es ihm wieder besser. Doch kann das tatsächlich ein Spinnenbiss gewesen sein? Und wann beißen Spinnen überhaupt zu? Wir haben uns mit dem Kurator der Sammlung Arachnoidea im Naturhistorischen Museum, Christoph Hörweg, unterhalten. Ich selbst bin jetzt seit 2007 da und habe vielleicht so 25 Anfragen über vermeintliche Spinnenbisse gehabt. Ich sage immer dazu vermeintlich, weil genau das ist das Hauptproblem. Viele Leute glauben, dass sie irgendwas gestochen hat, vielleicht eine Spinne gebissen hat. Auch Ärzte sagen natürlich, wenn sie da irgendeine Bissstelle sehen, könnte eine Spinne gewesen sein. Aber rein wissenschaftlich betrachtet wäre es nur ein Spinnenbiss, wenn man auch die Spinne dabei beobachtet hat. Beziehungsweise dann vielleicht sogar eingefangen hat, auch ein Experte gesagt hat, das war wirklich eine Spinne, weil ja oft ist wirklich der Unterschied Spinne, Insekt schon schwierig und dann war es vielleicht eine Wanze oder was auch immer oder doch nur eine Stechmücke, die gestochen hat, weil man das Tier ja gar nicht gesehen hat. Das Ganze erschwert ihm natürlich, sagen wir mal, diese Dokumentation und ja, umso wichtiger finde ich es auch, dass man das einmal aufzeigt und bin auch sehr interessiert, wenn Leute wirklich da etwas melden wollen. Ich habe da auch einen eigenen Erhebungsbogen, dass man auch dokumentiert, wie sind die Symptome, weil in Österreich, in Mitteleuropa, ja, kann man vielleicht maximal, wenn man gebissen wird, zum Beispiel vom Ammendornfinger, ist das ähnlich wie ein Wespenstich und nach 24 Stunden sollte man eigentlich gar nichts mehr spüren. Manchmal ist das noch gerötet, manchmal nicht. Dann gibt es auch den Hausdornfinger zum Beispiel, der gelegentlich und da häufig in Häusern vorkommt. Da ist zum Beispiel der Biss gar nicht so extrem, also das, den spürt man und das war es dann eigentlich. Genau, ich habe jetzt unter das Mikroskop einfach eine Spinne aus unserer Sammlung genommen. Die ist aus dem Jahr 1963, Burgenland, Leitergebirge. Das heißt, eben den Ammendornfinger gibt es schon relativ lange auch bei uns. Nicht erst durch Klimaerwärmung, was nicht vor 10, 20 Jahren zu uns gekommen, sondern, wenn man so will, fast immer schon heimisch. Aber man sieht sehr schön, es ist ein Männchen. Man hat diese boxhandschuhartig vergrößerten Taster, die eben bei den Spinnen da das Geschlecht hinweisen auf die Männchen und da sieht man eben auch diesen Dorn, der da wegsteht und deswegen heißt er auch Dornfinger. Der Ammendornfinger, der wirklich mit dem kräftigen, rot-roten Vorderkörper, den massiven Giftklauen, den hat man eigentlich eher im Spätsommer, wenn dann auch die Weibchen ihre Gespinste machen und die verteidigen, wo es dann vermehrt zu Bissfällen kommt. Beim milden Dornfinger, der ja aus dem Mittelmeerraum eingeschleppt ist und mittlerweile aber auch sich weit ausgebreitet hat und sehr gerne auch in Häusern ist, der kommt schon eigentlich, ja, sagt man eigentlich ab Mai vor. Und zum Beispiel der grüne Dornfinger, da gibt es auch schon die ersten Funde im März. In Österreich haben wir gar nicht so viel, weil eben die Spinnen gar nicht so groß sind. Und das Entscheidende ist, dass die Giftklaue durch die Haut kommt. Wir haben eigentlich ganz gute, relativ dicke Haut, kommt natürlich auf die Hautstellen an und Kinder haben vielleicht dünnere. Aber das funktioniert ganz gut. Also gesagt wird, dass auch größere Kreuzspinnen zubeißen können. Also da hat es Bissfälle gegeben. Wie gesagt, die meisten waren eben vom Ammendornfinger. Auch diese Zoropsis spinimana kann zubeißen, weil sie relativ groß ist. Aber da ist das Ganze eigentlich ja, wie ein Mücken- oder Gelsenstich, sagt man von der Auswirkung her. Theoretisch von den Giftklauen her könnte eine Wasserspinne auch zubeißen, nur mit der kommt man überhaupt nicht in Kontakt. Selbst ich als Biologe, der hin und wieder Wasserschnecken auch aus parasitologischen Gründen sammelt, habe ich noch nie live gesehen. Also es kommt auch immer darauf an, wie wahrscheinlich ist überhaupt die Zusammenkunft mit einer quasi vermeintlich gefährlichen Spinne. Ja. Also in Österreich muss man sich da absolut keine Sorgen machen. In 20, 30 Jahren schaut es dann vielleicht schon ein bisschen anders aus, wenn eben einerseits durch den Transport Tiere
einfach herverfrachtet werden. Es gibt ja schwarze Witwenarten in Australien, Neuseeland, die per Schiff dann nach Holland kommen und dann mit dem Zug weiterreisen. Das gibt es alles. Und wenn natürlich die Klimabedingungen so weitergehen, wenn dann die Wetterkonditionen auch passen, dass sie sich da ausbreiten oder quasi vermehren können, sich etablieren, dann schaut es vielleicht anders aus. Sonst sehe ich da eigentlich wenig Gefahr. Ja.